This is a Chucky Beat Production. Hey, Digga, du bist sportlich, allerhöchstens bei den Paralympics. Denn du laberst Dünnpfiff. Die Corsa geht heiß, die Corsa geht heiß. Junge, ich wollte gerade rausgehen, doch dann wurde ich high, wurde ich high, wurde ich high, my friend. Jetzt komm ich vorbei und dann brennt dein Label ab, 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 brennt dein Label. Digga, ich habe da so ein Fable, ja, ich brenne Labels ab, na klar. Samt den Crews und den MCs, rest in peace. Ich ficke dein Label garantiert, denn ich bin von Streugut, kapiert? Streugut an, dann kannst du überleben, aber wenn nicht, nehme ich mir dein Leben eben. Du kommst rüber wie bestellt und ich abgeholt. Junge, pass gut auf, ich hol zum Gegenschlag aus und der Schlag haut dich durch die Gegend eben drum. Boom, boom. Ja, wir sind, was wir sind, Streugut Entertainment. Betrieben von den Kultdämonen, ja, Billy Bass, aka Alpha Kevin, One, Two, Three. Ja, auch er besiegt dich locker vom Hocker weg, weil er Chefrocker ist, genau wie unser Eins. Denn mein Label ist auch sein Label, ja, Streugut for Life. Ist das klar, wer hier jetzt ruht? Streugut Entertainment ist cool. Ruled überall, ja. Gaylord Fucker, du bist nicht prall, du bist stockschwul und ich überfall dich in deinem eigenen Heim, ja, ja. Dort mach ich dir klar, dass ich immer noch der Krasse bin. King Krass One, behindertes Kind. Lass es einfach sein mit der Freestylerei, denn ich bin der Meister, du Scheißer. Also pack ein nun, lauf einfach los, bevor es dich zerfetzt. Kollege, ich gehe jede Wette ein, dass ich dich zerlege mit dem ersten One-Two, wenn ich das Mic check. Ja, gibst du Ruhe oder landest dann doch in der Truhe, 1,80 tief. Rest in peace, du bist mies. Irgendwann gehört mir die ganze Welt, darauf können wir wetten, ich brauch kein Geld. Alles was ich brauche, meine Mom und meine Crew. Und fertig ist im Nu. Das Geschäft wird durchgezogen, ungelogen. Bodenlose Toys wie euch zu terminieren wird immer eine Pflicht sein, denn blamieren werd ich euch. Ja, ihr seid eine Schande und das zeig ich jedem. Und am Ende seid ihr nicht mehr am Leben, denn der Dämon hat euch gekillt. Der Teufels Sohn ist wieder am Mic und zeigt Titan-Style.